Das barrierefreie Bauen ist ein sehr wichtiger Bestandteil der sogenannten inklusiven Planung. Eine Planung, die alle möglichen Einschränkungen von Menschen berücksichtigt und somit eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe im gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Zu diesen Gruppen gehören zum Beispiel Menschen mit Behinderungen, Menschen mit chronischen Erkrankungen oder auch Eltern mit Kinderwagen oder sogar sie selbst, wenn sie mit Gepäck unterwegs sind. Ständig neue gesetzliche Regelungen machen das barrierefreie Bauen immer wichtiger und aber auch komplizierter. Architekten und Bauherren stehen vor der Herausforderung, dass ihre Objekte für alle Nutzergruppen zugänglich und nutzbar sind. Das Problem, es gibt einen Dschungel an baurechtlichen Vorschriften. Beim Bauen im Bestand vor allem hat man die Problematik, dass man von gewissen Vorschriften für barrierefreies Bauen in der Regel abweichen muss. Und dafür benötigt man Erfahrung, weil man muss gut abwägen, was und in welchem Umfang man abweichen kann. Und das kann man halt nur, wenn man eine gewisse Expertise im Thema hat. Um die Anforderungen an Barrierefreiheit nachzuweisen, müssen Planer in vielen Bundesländern ein sogenanntes Barrierefreikonzept vorlegen. Je nach Komplexität des Bauvorhabens werden dort zeichnerisch oder aber auch textlich die geplanten Maßnahmen begründet und beschrieben. Dieses Dokument beinhaltet also die Antwort zu den soeben gestellten Fragen und setzt natürlich ein sehr tiefes Know-how und Erfahrung voraus. Mein Name ist Carlos Vidal-Wagner. Ich bin Sachverständiger für barrierefreies Bauen. Ich helfe Architekten und Bauherren dabei, barrierefreie Gebäude und Freiräume zu planen. Ich verstehe die Schwierigkeiten, die bei der Umsetzung einer barrierefreien Planung entstehen. Dieses Verständnis basiert auf drei sehr wichtigen Säulen. Erstens bin ich nicht nur Experte für barrierefreies Bauen, sondern auch Architekt. Und dies führt dazu, dass ich die Maßnahmen ins Gesamtkonzept mit Feingefühl für Ästhetik und Funktionalität integriere. Die beste Barrierefreiheit ist die, die man nicht sieht. Zweitens bin ich auch Rollstuhlfahrer. Und das ist eine enorme Ergänzung, da ich meine Alltagserfahrungen im Projekt integrieren kann. Die rein verordnungsbasierte Planung, die enthält erfahrungsgemäß immer Unstimmigkeiten und Lücken, die ich somit vermeiden kann. Drittens, ich habe 10 Jahre lang in einer Bauaufsichtsbehörde gearbeitet. Das gibt mir eine einzigartige Position im deutschen Markt, was die behördliche Sicht der Barrierefreiheit betrifft. Ich saß auf der anderen Seite des Schreibtisches und weiß genau, was man für eine Baugenehmigung benötigt. Durch die Kombination all dieser Faktoren kann ich Ihnen eine kompetente Beratung zusichern und eine reibungslose Abwicklung Ihres Bauvorhabens. Ich erledige die Beratung, die Abstimmung mit den Behörden und die Berichterstattung in Form eines Barrierefreikonzeptes. Inklusive Architektur ist die Zukunft. Sie ist eine Investition in eine gerechtere Gesellschaft. Ich freue mich auf Ihr Engagement für barrierefreie Architektur und bin sehr gespannt auf Ihr Bauvorhaben.